Und zwar habe ich ja dieses Jahr erst ein Buch zum Thema Glück veröffentlicht. Jetzt ist Deutschland in einer Umfrage 2015 nur auf dem 26. Rang der glücklichsten Länder der Welt. Wie kann das sein? Was würden Sie daran ändern als Bundeskanzler? Ich kannte diese Statistik nicht. Wo haben Sie die her? Was ist das für eine Statistik? Die ist auf jeden Fall 2015 erhoben worden. Von wem genau ich sie jetzt hatte, weiß ich nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Ja, das verspreche ich Ihnen. Ich bin an der Statistik interessiert. Geben Sie sie mir mal, weil die werden ja sicher auch analysiert haben, warum wir nur an 26. Stelle liegen. Ja, Herr Schulz, dann vielen, vielen Dank, dass Sie auch danke. Mir hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich danke Ihnen. Und wir gehen wieder rüber. Vielen zu Dank. Rob und Lisa. Danke, Mike. Und jetzt bin ich mal am Drücker. Der heißt doch Marcel. Die Umfrage ist von dem Unternehmen Gallup Organization mit Sitz in Washington DC unter dem Namen World Happiness Report bekannt. Die Studie bezieht sich laut eigener Aussage auf ungefähr 1000 Einzelpersonen jährlich aus vielen Ländern. Aus vielen Ländern? Ja, moin. Und somit war Deutschland 2014 auf Rang 46, 2015 auf Rang 26 und 2017 auf Rang 16. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, weshalb nimmt man 2017 den Rang von 2015, obwohl man bereits eine viel aktuellere Version hat? Von dieser stark schwankenden Studie. Dann wären wir halt nicht auf Platz 26, sondern auf Platz 16. Und du solltest ein Buch zum Thema geschrieben haben? Bin ich mal gespannt. Liebe YouTuber, wenn ihr euch auf Statistiken und Umfragen stützt, gebt bitte Quellen an. Denn Umfragen sind wie YouTuber. Man kann keinem mehr trauen. Wikipedia wird es aber nicht gewesen sein, so viel kann ich schon mal versprechen. Hättest du mal auf Wikipedia geguckt, da ist die Studie nämlich aktueller. Prostitution! Ich bin raus! Und viel Spaß mit YouTube Deutschland! Yeah. Schreit heiß Mike, wer klärt's mit der Faust? Zeig mir deine Muskeln, ich lache dich aus.